Ja, Thomas Konz, letzte zwei Niederlagen, jetzt heute 6-1 standesgemäß, aber so ein Derby hat ja manchmal seine eigenen Gesetze. Ist schon froh, wenn man es so klar gewonnen hat, oder? Ja, natürlich sind wir froh, dass wir so deutlich auch gewonnen haben. Zumal wir es letzte Woche nicht gut gemacht haben in Pürlich, da haben wir hochverdient 2-0 verloren. Haben da eigentlich auch überhaupt gar keinen Fußball gespielt. Ich habe heute zu meinen Jungs gesagt, dass wir selber wieder mehr ins Übergangsspiel finden müssen. Das ist uns heute eigentlich sehr gut gelungen. Früh schon 3-0 geführt, eine kleine Schwächephase gehabt und hinten raus dann aber das relativ souverän auch runtergespielt. Ist ja der Beginn einer englischen Woche, ist nicht so ganz alltäglich in der A-Klasse, aber ihr wisst das gut zu dosieren. Habt ihr aber allerdings einige Verletzte, ne? Ja, wir haben viele Verletzte, viele Jungs, die uns fehlen, auch wichtige Spieler, die uns nachhaltig einfach fehlen und wo wir dann jetzt versuchen müssen, das trotzdem zu kompensieren mit dem Kader, der uns aktuell noch zur Verfügung steht. Wir haben aber einen breiten Kader, sodass wir das relativ weit noch aufgefangen bekommen. Aber man merkt natürlich, je länger es dauert, umso mehr fehlen die uns auch an der Stelle.